Und wir können einsteigen mit unserem ersten Vortrag. Und ich möchte das aufgreifen, was Herr Hasberg gesagt hat. Es geht um Räume und es geht um Stadt. Und wie sich sozusagen die Städte den Raum ergriffen haben, ist ein Prozess der Urbanisierung. Und zu dieser Thematik wird vortragen Herr Professor Dr. Stefan Loch. Er war jahrelang der Leiter des Instituts für Stadtgeschichte in Gelsenkirchen, hat sich intensiv mit der Geschichte des Ruhrgebiets, der Urbanisierung des Ruhrgebiets, mit dem Strukturwandel auseinandergesetzt, kennt die Szene der Geschichtsarbeit im Ruhrgebiet aus dem FF, ist Professor an der Ruhr-Universität in Bochum im Bereich der Sozialwissenschaften und ist war im letzten Jahr der stellvertretende Leiter der Planungsgruppe Demokratie und Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen, welches den Auftrag hat, ein Haus der Landesgeschichte in Düsseldorf zu etablieren und hat jetzt in diesem Jahr eine neue Aufgabe genommen, nämlich die Forschungsstelle des Hauses der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen zu betreuen im Rahmen des Forschungsprojekts zur Abgeordnetenbiografie. Wir freuen uns, dass Sie Zeit gefunden haben, sind ja auch nicht das erste Mal bei uns, haben uns schon sehr, sehr geholfen bei unserer Selbstfindung und freuen uns, dass Sie hier sind und Sie haben das Wort. Wobei ich dann ja gemerkt habe, dass ich auch ein westfälischer Ruhrgebietler bin. Also es ist doch ein bisschen eine andere Welt. Also Sie werden mir hoffentlich verzeihen, wenn ich mit dem Rheinischen so manchmal meine Schwierigkeiten habe. Kommen Sie erst mal nach Köln. Ja, ja. Das habe ich gehört, dass es da Unterschiede gibt. Ich habe versucht, mich, weil wir ja hier sozusagen mit diesem Raum Leverkusen-Jülich zu tun haben, so ein bisschen Flammer drum zu kümmern. Also Sie verzeihen mir, wenn das alles noch nicht so richtig perfekt ist. Und die Bilder, die Sie sehen werden, sind welche, die ich an allen möglichen Ecken und Enden geklaut habe, die das aber eher ein bisschen illustrieren sollen. Was ist Urbanisierung denn überhaupt? Urbanisierung beschreibt einen Prozess, der verbunden ist mit der Industrialisierung. Wir benutzen oft auch den Begriff der Verstädterung, den würde ich ein bisschen enger fassen. Verstädterung wäre zunächst mal ein Prozess von Bevölkerungskonzentration, Bevölkerungszuwachs an einer Stelle. Das ist ja auch manchmal auf der grünen Wiese. Also es gibt auch eine Diskussion darum, die ich jetzt hier nicht aufmache, über unterschiedliche Arten von Städten. Sie wissen, wenn wir Köln nehmen, irgendwann hatten die mal einen Wall, die hatten schon mal ein Zentrum. Und es gibt aber auch Städte, die auf der grünen Wiese entstanden sind. Ganz unterschiedliche Städte. Es gibt auch Hafenstädte. Es gibt Städte, die durch ganz unterschiedliche Industrien entstanden sind. Also zunächst mal Bevölkerungswachstum und das wäre Verstädterung. Gleichzeitig ist das aber verbunden, eben auch mit dem Prozess der Industrialisierung, mit neuen Formen von Arbeit, mit neuen Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es ist am Ende, da es mit der Industrialisierung verbunden ist, auch mit einem Prozess sozialer Spaltung, vielleicht klassengesellschaftlicher Strukturen, neuen Wohn- und Lebensformen, am Ende auch einer Politisierung, Verrechtlichung, das wird man gerade auch für die Zwischenkriegszeit sehen können, Bürokratisierung, ganz neuen Kommunikationsformen, ganz anderen Infrastrukturen und es ist eben über Raum gesprochen worden, auch Raum wird ganz anders genutzt, das ist schon mal zumindest alles enger, das ist sozusagen nur eine ganz oberflächliche Beobachtung. Und es ist auch eine bestimmte bauliche Gestaltung. Land sieht anders aus als Stadt. Es entstehen also auch ganz andere Lebensformen, Lebensweisen. Es ist eben gesagt worden, dass ich was mit der Soziologie zu tun hätte. Die Stadtsoziologie hat davon gesprochen, dass es ein Way of Life ist.
Also das ist auch ein schön oberflächlicher Begriff, aber es zeigt, dass das Urbanität, die mit Urbanisierung entsteht, ist dann doch irgendwie anders als Landleben. Ich glaube, da können wir uns grob alles was drunter vorstellen, aber haben das noch nicht so richtig im Griff. Jetzt bin ich festgenagelt worden auf die Zwischenkriegszeit. Das Problem ist, also da werden Sie gleich noch zwei unterschiedliche Grafiken sehen, dass die eigentliche Phase der Verstädterung, also des Bevölkerungswachstums, ist die Phase der Hochindustrialisierung und die endet eigentlich 1914. Deswegen benutze ich den Begriff nachholende Urbanisierung. Wir haben sozusagen die Entwicklung des Way of Life, die dauert. Die wird auch unter den Bedingungen des Kaiserreichs nicht ermöglicht, in vielerlei Hinsicht. Also diese am Ende ja doch differenzierte, pluralistische Gesellschaft geht, auf Deutschland bezogen jedenfalls, im Kaiserreich erstmal noch nicht so. Das heißt, die urbanen Strukturen haben erst in der demokratischen Gesellschaft der Weimarer Republik eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Nicht, dass es nicht schon vorher was gegeben hätte, aber es ist dann eben doch ein Prozess des Nachholens. Also wir werden das sehen am Beispiel Leverkusen, die Städte wachsen nicht alle zur gleichen Zeit, aber sozusagen das Hauptwachstum ist eben schon bis zum Ersten Weltkrieg festzustellen. Unsere Gegend hier, nehmen wir mal Rheinland-Westfalen, ist von den preußischen Westprovinzen die am meisten verstädterte. Also der südliche Teil der Rheinprovinz ist verhältnismäßig wenig verstädtert. Wenn wir das sozusagen nehmen, was das historische Nordrhein-Westfalen ohne Ostwestfalen-Lippe wäre, dann ist das eine Region, in der es vor dem Ersten Weltkrieg 12 solcher Großstädte gibt. Die Definition für Großstädte ist Stadt über 100.000 Einwohner. Und in den preußischen Westprovinzen jetzt wieder sozusagen mit dem südlichen Rheinland sind 56% der Bewohner wohnen in Großstädten. Das ist verhältnismäßig stark verstädtert schon. Das sind heute eher deutlich über 70%. Und also es ist sicherlich auch nochmal, weil das eben angesprochen worden ist, was anderes. Diese Millionen Städte und Agglomerationen, die es da gibt. So, um mal ein paar Bilder zu zeigen. Falsche Richtung, falsche Richtung. Aber jetzt überreden. Ich kann auch einfach feiern. Aber da gibt es den schönen Spruch von einem späteren Oberhausener Oberbürgermeister, der gesagt hat, seine Stadt wäre auf öder Heide entstanden. Also das war nicht mal eine grüne Wiese. Und das war vielleicht, weil das mit Auflagen gar nicht so schlecht zusammenpasst, auch ein Eisenbahnknotenpunkt, in dem Fall Oberhausen. Andere Städte sind um diese Zechen entstanden, wobei die Zechen nach Notwendigkeit des Kohleabbaus errichtet wurden und man kümmerte sich normalerweise nicht darum, wo da ein Dorf war. Also Sie haben gehört, ich habe in Gelsenkirchen lange gearbeitet und gelebt. Diese Städte haben immer eine Bahnhofstraße. Der Bahnhof wurde irgendwo hingebaut und die Zeche wurde irgendwo hingebaut und das interessierte niemanden, wo das Dorf war und dadurch entstanden diese Bahnhofstraßen. Das ist in Gelsenkirchen so, das ist in Herne so ganz, ganz oft und ganz ähnlich.
Dasselbe gilt sozusagen, das muss man immer sagen, weil das eine der großen Städte ist, über Krupp. Da sehen Sie unten die Krupp'sche Fabrik und das, was als Loch heutzutage entsteht, da sind wir dann ja auch wieder im Rheinland, wir sind auch an der Grenze, das Loch, was entsteht, wenn eine Firma dann auf einmal weg ist, und das Loch, was entsteht, eigentlich mitten in der Stadt. Das heißt, wir haben so Strukturen, die ganz anders sind als Köln oder Städte, die einen Wall hatten oder erst Mauern und dann einen Wall hatten. Da ist ein fürchterliches Durcheinander. Ich kann Ihnen auch immer, ne, warum war falsch? So. Ich kann Ihnen aber auch zeigen, wie das sozusagen im Raum Leverkusen dann war. Da sieht man, dass diese Fabriken irgendwo in der Gegend stehen. Und dann Siedlungen erst schrittweise entstehen. Ich habe da immer ein schönes Bild, das ist Schalke um 1900. Wenn Sie gucken, oben gibt es eine Siedlung, das ist so dieses Durcheinander. Also Geografen haben ja manchmal auch verständliche Begriffe, die nennen das eine Gemengelage. Das ist sicherlich ganz schön beschrieben, das haben Sie jetzt sozusagen für Leverkusen auch. Ich könnte den Spruch im Ruhrgebiet immer nicht mehr hören, mein Gott, ist das grün hier. Das beruhte aber darauf, dass um die einzelnen Industrieanlagen und Zechen, und dann kam irgendwann die nächste Industrieanlage und die nächste Siedlung, und dazwischen rasten im Zweifelsfall auch mal Kühe. Das heißt, dass der Begriff, das Revier der 1000 Dörfer, ist nicht so falsch. Und wenn Sie sich sozusagen über Ihre Herkunftsorte mal einen Gedanken machen, dann haben Sie das oft auch, dass um diese Betriebe herum solche Lücken im Stadtbild sind, wenn diese Städte nicht wirklich alte Städte sind, oft Residenzstädte gewesen sind. Das heißt, es gibt eben diese komische Mischung, die mit dem Bevölkerungszuwachs und der Industrialisierung hatten nun diese kommunalen Gemeinwesen wenig Möglichkeiten, etwas zu tun. Das allgemeine preußische Landrecht von 1794 bzw. 96 sah eigentlich nur Feuersicherheit vor, wo darauf zu achten wäre. Die erste Handhabe für sowas wie Stadtplanung oder überhaupt räumliche Planung ist das preußische Fluchtliniengesetz von 1875, wo man jetzt vielleicht mal darauf achten könnte, dass die Häuser doch wenigstens in einer Reihe stehen. Und eigentlich ist es in vielen Städten dann so, dass in diese Zeiten überhaupt erst Straßennamen entstehen. Vorher sind die Häuser durchnummeriert. Und manchmal, also wenn Sie sich alte Stadtpläne angucken, ziemlich kreuz und quer. Wir haben dann die ersten Versuche, das zu ordnen. Die Städte sehen ja, oder die kommunalen Einheiten, die Gemeinden sehen ja, dass sie wachsen und schaffen Stadterweiterungsgebiete. Oft sind das dann ziemlich schachbrettartige Straßennetze, die um einen rechteckigen Marktplatz gebaut sind oder geplant sind zunächst mal. Das ist zum Beispiel in Dortmund-Hombruch, das ist aber auch in Duisburg-Marxloh oder heute verhältnismäßig edel in Essen auf beiden Seiten der Wüstenallee oder das ist so szenemäßig so ein bisschen an der Rüttenscheider Straße in Essen. Oder es werden dann etwas unorthodoxer, gemütlicher, ländlicher Villenviertel geplant, die auch mal eine krumme Straße haben und auch größere Freiflächen. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen, insbesondere die Stadt Essen hat sich da sehr hervorgetan. Jetzt muss man diese Zuwanderung bewältigen, das heißt, die Unternehmen müssen, um Arbeiter zu gewinnen, Wohnungen anbieten. Das heißt, vielfach kommt es dann zu dem typischen Siedlungsbau, den Sie als Stadtbild auch sicherlich alle in der einen oder anderen Form vor Augen haben. Das sind in unserem Gebiet, im Preußens Westen, sind das nicht Terrangesellschaften. Es sind zwar auch mal private Investoren, es sind aber im Wesentlichen die Werke die ursprünglichen Grundbesitzer. Wobei da ergibt sich schon das nächste große Problem für die Städte in unserer Region. Vielleicht auch
für viele, viele weitere Städte. Wir haben oft Industrien, die auf Wachstum setzen. Das heißt, diese Industrien kaufen große Teile der Grundstücke auf. Also das ist besonders dramatisch im Bergbau, weil man Bergschäden bezahlen muss. Und deswegen ist es besser, es gehört einem das Grundstück, was dann einknackt. Die Städte haben überhaupt keinen Zugriff auf ihr Gelände. Das heißt, die haben dann später schon mal ernsthafte Schwierigkeiten, ein Grundstück zu finden und teuer zu kaufen, um eine Schule zu errichten. Also das sind Städte, die, wo die Industrie 50-70% der Gemeindefläche, die Industrie, die besitzt. Es gibt dann erste Versuche, wie gesagt, Stadterweiterungsflächen zu planen. Es gibt dann auch relativ schnell Versuche, man redet dann eigentlich erst später von sowas wie der Rauchplage, weil sowas wie Freizeitflächen zu schaffen. Schon in den 1870er Jahren entstehen erste Parks und Grundflächen, also viele solcher Kaisergärten, Bismarckgärten, die angeboten werden. Da kümmern sich vielfach sogenannte bürgerliche Verschönerungsvereine drum, die ja damit zeigen, dass sie ein bestimmtes Bild von Stadt haben. Sicherlich auch orientiert an eher den Vorbildern von Residenzstädten. Dazu kommt nun, wenn es um Urbanisierung geht, dass die Städte notwendigerweise bestimmte Infrastrukturleistungen anbieten müssen. Irgendwie muss man ja die wachsende Bevölkerung und vielfach auch die Industrie mit Wasser versorgen. Wenn man sie mit Wasser versorgt, muss man auch Wasser entsorgen. Wenn da viele Menschen leben, muss man Müll entsorgen. Es kommt die Elektrizität auf, das heißt, man braucht auch ein Elektrizitätswerk. Das heißt, es werden viele solcher Planungen unternommen, viele solcher Einrichtungen in kommunaler Verantwortung geschaffen, weil niemand anders da ist, der diese Einrichtungen schaffen will. Es gibt teilweise auch Unternehmer, die das tun, aber das hält sich durchaus in Grenzen. Dazu muss man sich um bestimmte Hygienemaßnahmen kümmern. Also das ist hübsch aktuell, dass man sich relativ schnell um viele Schlachthöfe kümmern muss. Die sind sehr oft in kommunaler Verantwortung, die sind erst in späteren Jahrzehnten vielfach aus der kommunalen Verantwortung herausgegeben worden. Und Sie haben ja gesehen, was das für Konsequenzen hat. So. Ja. Wenn wir uns jetzt angucken, wie die Städte wachsen, ich hoffe, das kann man halbwegs sehen. Die größten Zuwachsraten, das ist jetzt nur aufs Ruhrgebiet bezogen, weil ich da Zahlen für hatte, die größten Zuwachsraten liegen eben in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist jetzt, wir brauchen das ja nicht im Einzelnen die Zahlen zu lesen, aber Sie haben gesehen, dass sie irgendwie hochgingen. Und das ist nun auch eine geklaute Grafik, die Sie wahrscheinlich, die Leverkusen nachher kennen. Das ist sozusagen der Bevölkerungsanstieg in Leverkusen, der ist später. Im Prinzip geht es da nach der industriellen Entwicklung, erst die Grundstoffindustrie und Chemie kommt sozusagen erst in der nächsten Welle. Und wenn man jetzt noch eine Stadt hätte, die Elektrotechnik hätte, die wäre noch später dran. Ja, also das hängt an der industriellen Entwicklung, wann sozusagen der größte Take-off zu haben ist. Die Städte oder zunächst Gemeinden, die da so gewaltig wachsen, das sind ja oft keine alten Städte, das sind oft Dörfer, haben verhältnismäßig wenig eigene Rechte, wie gesagt, die Fluglinienplanung und nicht viel mehr zunächst mal. Das heißt, sie sind alle bestrebt, Stadtrechte zu kriegen. Das ist alles verhältnismäßig spät. Essen und Duisburg 1873-74, Dortmund 1875, Bochum 1876. Das sind schon die schnellen Hellwegstädte. Dann so
sozusagen eine ganze Reihe von kleinen Städten. Da reicht es oft, sozusagen beim preußischen Innenminister einzureichen. Man hätte 10.000 Einwohner und städtisches Leben. Um städtisches Leben zu haben, wird so versucht, dass es ein paar Geschäfte ums Rathaus rum gibt und um die Kirche. Also das hört aber relativ schnell auf. In den 1880er Jahren gibt es kaum Stadtrechtsverleihungen, weil auch diese Dörfer gigantisch wachsen. Und das Problem ist, dass in Preußen eine Stadt das Recht hat, eine kommunale Polizei einzurichten. Und man hat diese komischen Zusammenballungen von Arbeitern. Wir haben die ersten größeren Streiks, also Kaiser Willi gefällt das gar nicht, dass er da keinen Zugriff auf die Polizei hat. Und eigentlich erst in den 1890 oder ab den 1890er Jahren gibt es dann Eingemeindungen und die Bildung größerer Städte und dabei wird gleichzeitig eine staatliche Polizeidirektion geschaffen. Also man will diese Städte also durchaus im Griff haben. Alles das, das muss ich Ihnen jetzt nicht erzählen, läuft natürlich auch noch unter den Bedingungen des Dreiklassenwahlrechts, sodass die Masse der Bevölkerung da überhaupt nicht vertreten ist. Also sie müssen männlich sein, 25 Jahre alt sein, sie dürfen nicht der Wohlfahrt zur Last fallen, sondern sie müssen Steuern zahlen. Das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil von Bewohnern, die da wählen dürfen. In der ersten Klasse dürfen auch juristische Personen wählen, also die örtliche Zeche und die Betriebsführer stellen das erste Drittel derjenigen, die da was zu sagen haben. Und das zweite Drittel sind oft die alten agrarischen Landbesitzer. Und vielleicht schafft es in der dritten Klasse mal, einen Handwerker da reinzukommen. Diese Städte schaffen es also bestenfalls, so ein paar basale Grundstrukturen zu schaffen. Gas, Wasser, Elektrizität, Schlachthöfe. Sie müssen Schulen schaffen. Das können Sie für Ihre Herkunftsregion sicherlich feststellen, dass das Schulklassen sind von 80, 90 Kindern ohne. Es gibt Volksbibliotheken sogar schon. Es gibt erste Theater vor dem Ersten Weltkrieg, aber nur bei relativ großen Städten. Es gibt, wie gesagt, die Parks. Es gibt auch vor dem Ersten Weltkrieg, leisten sich einige Städte die ersten Badeanstalten. Und angesichts der Krisenhaftigkeit entsteht so etwas, was man Arbeitsvermittlung, Arbeitsnachweis nennen könnte. Das heißt, die Städte, wie das bis heute eigentlich der Fall ist, sind an den aktuellen Problemen menschlichen Zusammenlebens in besonderer Weise dran und müssen die nun auch in besonderer Weise lösen oder irgendwie eine Lösung anbieten. Also wenn ich das flapsig sage, damit Ihnen Ihre örtliche Gesellschaft nicht um die Ohren fliegt. Und wenn Sie die alten Verwaltungsberichte durchgehen, finden Sie eigentlich immer wieder, dass man den Landrat anrufen muss, dass er mal die Gendarmerie schickt, die dann auf die eigene Bevölkerung losgeht. Es gibt allerdings eine Akteursgruppe in diesen Städten, die durchaus sich um das, was Urbanisierung, um Ausstattung mit urbanen Infrastrukturen kümmert. Und das sind eigentlich die preußischen Spitzenbeamten, die dahin geschickt werden. Also der normale Amtmann wird dahin vom Landrat hingeschickt. Also vielleicht kann eine Gemeindevertretung, wir haben in unserer Gegend unterschiedliche Kommunalverfassungen, vielleicht kann ein Landrat mal einen von der Gemeindevertretung gewählten nicht nehmen, aber auch die Gemeindevertretung wird gucken, dass sie ihren Mann durchkriegt. Also sind die mal Männer. Und diese preußischen Beamten, man schickt gerne Protestanten in evangelische Gebiete. Die dann nach diesen Verfassungen, das ist jetzt eine von 1882, die Version der rheinischen Gemeindeverfassung, die sind manchmal Oberbürgermeisterverfassung, manchmal Magistratsverfassung, aber möglichst eben immer mit später Stadtwerdung, möglichst immer Gemeindeverfassungen, die vorsehen, dass der Landrat jederzeit eingreifen kann.
Also das größte Dorf und der größte Skandal, den es da gewissermaßen gibt, ist Hamborn, nicht Homberg, Hamborn, die noch mit der dörflichen Verfassung geführt werden, als sie 60.000 Einwohner haben. Also noch von einem preußischen Amtmann. Diese preußischen Amtmänner, oft Juristen, natürlich bürgerlicher Herkunft, möglichst immer der anderen Konfession angehörend, möglichst sozusagen nicht heimatverbunden, also man schickt gerne Ostpreußen nach in die Westprovinzen, die sind durchaus, naja, engagierte Leute, die was für ihre Bevölkerung in gewisser Weise paternalistisch tun wollen. Also wir haben uns in der Bundesrepublik angewöhnt, immer sehr preußenkritisch zu sein, aber diese preußischen Beamten haben durchaus sowas, was man vielleicht eine Berufsethik nennen könnte, die was für ihre Bevölkerung tun müssen. Und wenn man sich das anguckt, es gibt eine ganze Reihe von sehr prominenten, dann späteren Oberbürgermeistern, die viele, viele Jahre amtieren und denen also auch die Verdienste an ihren Städten dann angerechnet werden. Also wenn Sie die verschiedenen Veröffentlichungen der Städte durchgucken, wenn Sie sich angucken, wer da Ehrenbürger ist und sowas, dann finden Sie da eine ganze Reihe von diesen alten preußischen Kommunalbeamten, die da sich durchaus um ihre Orte gekümmert haben. Nur nochmal ein kleiner Schlenker, weil das auch gleich nochmal kommt. Sowohl noch bis zum Ersten Weltkrieg gibt es den Versuch, dass Städte ihre gewissermaßen Vororte eingemeinden wollen. Das geht mehrfach durcheinander. Das geht, wenn ich mir das angucke, in Leverkusen auch mehrfach durcheinander. Und wenn ich mir ihre Vereinsnamen angucke, dann ist das auch schwer mit der Identitätsbildung. Ich habe jahrelang in dem nördlichen Teil Gelsenkirchens gewohnt und im südlichen Teil gearbeitet. Wenn ich morgens zur Arbeit fuhr, hieß das, ich fahre jetzt nach Gelsenkirchen, also auf der anderen Seite von der Emscher. Und also so gibt es so ein paar so lokale Identitäten und Sie wissen das auch. Wenn Sie sagen, ich fahre in eine Stadt, das ist manchmal aus der einen Stadt für den anderen was ganz anderes. Also es ist verhältnismäßig schwer, da eine Identität herauszubilden. Insofern, vielleicht sind dann auch diese preußischen Beamten gar nicht so schlecht dran, weil sie die einzigen sind, die eine Akteursgruppe sind, die sich um diese Städte kaum kümmern und die auch schon früh so etwas machen wie eine Gewerbeförderung. Das heißt, wir würden das heute Wirtschaftsförderung nennen, das heißt, sie kümmern sich nicht nur um Erweiterungsflächen für ihre Stadt, sondern sie versuchen auch, sich für Industrieansiedlungen zu engagieren und da verschiedene Planungen zu machen. Und es ist in vielen Städten so, dass die Wasserleitung erst für den Betrieb ist und manchmal dauert es bis in die 30er Jahre, bis überhaupt die Außenbezirke der Städte an die Kanalisation angeschlossen werden. Also viele von Ihnen haben sich ja mit Geschichte beschäftigt und wissen noch, wo die komischen Gruben sind, ne? Und wo es keine Leitung gab und sowas. Und also das finden Sie ja auch im Dorf heute manchmal noch so ähnlich. Das Ganze galt jetzt, also eher für das Ruhrgebiet, aber das galt also durchaus auch für die Industriestädte eigentlich als Preußens Wilder Westen. Das ist vielleicht dann auch ein Hinweis darauf, wie da der Way of Life war. Also dieses auch hin und herziehen, auch jeweils vielfach Saisonarbeitsplätze, das Prinzip Hire and Fire vor dem Ersten Weltkrieg. Und die Erledigung von gesamtregionalen Aufgaben, das was man sowas nennen würde, wie vielleicht ein Flächennutzungsplan, soweit ist man vom Ersten Weltkrieg überhaupt. Jetzt kommt der Erste Weltkrieg, das haben Sie ja auch sehr schön behandelt, in denen auf einmal die Städte sich um ganz viele Dinge kümmern müssen. Und
da ist er wieder. Ne, und sich um ganz viele Dinge kümmern müssen. Und eigentlich diese Aufgaben, da gibt es niemanden, der sich sonst kümmert. Die Kriegswirtschaft ermöglicht es den Städten, nun an ganz vielen Stellen einzugreifen. Sie müssen Massennotstände mit Kranken beherrschen, sie müssen Krankheiten beherrschen, sie müssen Lebensmittelversorgung organisieren. Es entwickelt sich so etwas, was man vielleicht die Kriegswirtschaft nennen kann, damit man eben auch nicht allzu viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung erzeugt. Also auch kleinere Streiks werden eigentlich von der Obrigkeit sehr dramatisiert und man greift relativ schnell ein. Und es entwickelt sich hier so etwas, was man den Ausbau kommunaler Leistungsverwaltung nennen könnte. Und nach dem Ersten Weltkrieg wird das nicht wieder so zurückgedreht. Man hat ja gelernt. Also das ist vielleicht eine Situation, vielleicht haben wir ja auch aus dieser Corona-Krise gelernt, wie wir vielleicht ein Stück weit anders arbeiten müssen und ob wir uns jeden Tag im Büro unbedingt treffen müssen oder sowas. Ne? Also, oder wie wir Verkehr bewältigen oder so. Also eine Krisensituation, ich will jetzt nicht sagen Krise als Chance, das finde ich immer ein bisschen zynisch, aber also man hat gelernt, dass man ganz bestimmte Dinge eben doch kann. Und man hat natürlich auch dafür Personal eingestellt. Das heißt, man kommt nicht aus dem Ersten Weltkrieg so raus, wie man da reingegangen ist. Jetzt kommt dazu, dass man in der Weimarer Republik ein demokratisiertes Wahlrecht hat. Die Weimarer Reichsverfassung sieht in Artikel 127 formal das Recht auf kommunale Selbstverwaltung vor. Allerdings gibt es dann auch die Erzbergersche Finanzreform, die dann wieder besagt, also da kämpfen wir ja bis heute mit, ne, dass Kommunen eigentlich aus eigener Kraft ihre Aufgaben bezahlen sollen. Das ist dieses Problem mit der Entschuldung der NRW-Kommunen, wo wir uns bis heute dran aufhängen. Dazu kommt, auch das ist eigentlich bis heute, dass zunehmend eben auch dieser Weimarer Staat in verschiedene Massennotstände eingreift und die Kommunen zu ausführenden Organen für Bundes- oder Reichs- und Landesgesetze macht. Dazu sind eben auch jetzt nach dem Krieg viele sozialpolitische Maßnahmen notwendig, wie die Kriegsopferfürsorge, wie die Bewältigung von Kriegsfolgen. Jetzt kommen Dinge dazu, die man meint regeln zu müssen, ein Reichsmietengesetz, die Wohnungszwangsbewirtschaftung und dann natürlich dazu die Wohnungsbauförderung. Oder ich habe vorhin davon gesprochen, dass die Städte dann erste Arbeitsnachweise geschaffen haben, aus denen sich dann über Zwischenschritte von 1922 bis 1927 das ergibt, was wir heute Arbeitslosenversicherung nennen würden. Es gibt auch jetzt bei den höheren Kommunalverbänden, also den beiden Landschaftsverbänden, die wir haben, damals Provinzialverbände, werden Fürsorgeeinrichtungen geschaffen. Das sind ja die Einrichtungen heute, die jenseits der Kulturförderung, die uns eigentlich immer interessiert, aber in einem ganz hohen Maße sich um Gesundheitsfragen kümmern. Und es sind dann insbesondere die Akteure aus der Sozialdemokratie und aus dem Zentrum. Das Zentrum ist bei uns sehr stark sozialkatholisch orientiert. Also wir sind in der Nähe von Mönchengladbach, wenn ich das mal so sage, wo der Volksverein für das katholische Deutschland gewesen ist. Und die preußische Sozialdemokratie, jetzt eigentlich mit dem Bielefelder Severing, ist sehr stark auf einem reformistischen Kurs und bemüht sich um den Ausbau der kommunalen Daseinsvorsorge. Das heißt, mit der Veränderung des Wahlrechts kommen nun auch ganz andere Akteure in die Gemeindevertretung. Denen geht es nun, also das ist in vielerlei Hinsicht ja auch heute unser Thema, denen geht es nicht nur um Wohnungsbau und sozialpolitische Maßnahmen, denen geht es nun auch um Kulturpolitik. Das heißt, es entsteht sowohl bei den alten Verwaltungseliten, die weitgehend ja nicht ausgetauscht werden, als auch bei ganz wichtigen kommunalpolitischen Akteuren darum,
dass man ein Bild hat von Stadt. Eine Stadt, eine ordentliche Stadt muss ein Theater haben. Eine ordentliche Stadt muss Konzerte durchführen. Eine ordentliche Stadt muss einen Park haben. Und eine ordentliche Stadt muss bestimmte Veranstaltungen haben. Also das erleben wir ja auch gerade, dass Städte meinen, zu wissen, was jetzt eigentlich stattfinden müsste und was man mit der Maske nur schwer machen kann. Ja, also auch so eine Vorstellung, was ist denn Stadt? Also auch da haben die Akteure vielleicht eher auf Kulturen und Veranstaltungen bezogen, eine Vorstellung, was der städtische Way of Life ist. Ja, also vielleicht sind Schützenfeste eher dörfliche Veranstaltungen, die sich in die Stadt gerettet haben, aber solche Dinger wie ein ordentliches Theater und sowas, das wäre sicherlich ganz wichtig. Dazu kommen jetzt noch, also wir haben die eigentlich kaum ausgetauschte alte Verwaltungselite, wir haben neue politische Akteure in den Gemeindevertretungen und wir haben jetzt eigentlich eine dritte Gruppe dabei, die Zivilgesellschaft, die den Begriff der Bewegung oft benutzt, oder wir benutzen den im Nachhinein, ich zähle das mal nur so blöd auf, ne? Also natürlich Arbeiterbewegung, aber natürlich auch Beamtenbewegung oder Angestelltenbewegung. Natürlich Mittelstandsbewegung, Frauenbewegung, Gewerkschaftsbewegung, Gemeinwirtschaftsbewegung, Genossenschaftsbewegung, Bauhüttenbewegung, Gartenstadtbewegung, Bodenreformbewegung, Mieterbewegung, Volksparkbewegung, Heimatschutzbewegung. Und wenn Sie merken, ne, die sind nun nicht alle irgendwie total demokratisch orientiert, sondern kreuz und quer. Lebensreformbewegung, Arbeitslosenbewegung, Schulreformbewegung. Also diese zivilgesellschaftlichen Akteure mischen sich jetzt alle in Kommunalpolitik ein. Das heißt, dass das politische System vor Ort wandelt sich, ja, wir würden heute sagen, zu einem Netzwerk. Ganz am Schluss versuche ich nochmal einmal da ein bisschen Ordnung reinzubringen, die nun alle auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Zusammenleben hat, also auch von Urbanität haben. Das muss ich jetzt fürs Ruhrgebiet einmal sagen. Es entstehen auch eben sowas wie höhere Kommunalverbände, der Siedlungsverband Ruhr-Kohlen-Bezirk, der versucht, sowas in einer chaotischen Industrielandschaft zu ordnen. Diese Industrielandschaft ist einfach so groß, dass das so sein muss. Das ist am Niederrhein sicherlich vielleicht auch nötig, aber viel disparater und nicht ganz so groß. Aber auch da gibt es sozusagen auf der Ebene etwas, sich zu kümmern. Und es gibt in Fortsetzung von Bemühungen kurz vor dem Ersten Weltkrieg den Versuch, auch städteübergreifend, und das wäre bis heute ja interessant, den Versuch ja zusammenzuarbeiten. Ne? Also kennen Sie alle, ne? Der hübsche Abwasserkanal quer durchs Ruhrgebiet wird verwaltet von der Emscher Genossenschaft und Wasser kriegen Sie vom Ruhrverband oder also das Rach dann sozusagen in die niederrheinische Gegend. Es gibt auch einen Niersverband, also wo es eben auch die Anlieger, die da Wasser herbeziehen oder dann der Lippeverband, sich zusammenschließen. Dazu gibt es dann allerdings vielfach noch sehr städtisch organisiert eigene Wohnungsbaugesellschaften, die auch durchaus fortschrittliche Wohnungen bauen, die sich an den Architekturreformen ja, der 20er Jahre halten, die nochmal die Gartenstadtbewegung fortentwickeln. Also ich will jetzt da mal nicht alle möglichen Namen aufzählen. Also das, was dabei rauskommt, sind ganz neue Akteure. Ich zeige das immer wieder gerne. Ne? Also das ist ein Arbeiter- und Soldatenrat, das ist der Übergang sozusagen in die Demokratie. Also ich finde, und es ist im Rheinland. Also es ist der Ort Rothausen, der ist irgendwann vom Rheinland nach Westfalen gekommen. Und die stellen sich sozusagen vor ein Schild, wir haben den Krieg nicht gewollt. Ja, also es ist schon ein ganz irres Foto, also das sagen wir mal erlaubt. Und Sie sehen also einfach nur durch ein paar Fotos angedeutet, dass wir in der Weimarer Republik nun ein ganz anders organisiertes politisches System haben. Und wir kriegen dann in den 20er Jahren durch Preußens organisiert die erste große Runde, oder eigentlich die zweite nach der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, der kommunalen Neuordnung. Ich muss jetzt den Leverkusenern und den Vorgängergemeinden nicht erzählen, was da zu sehen ist, aber da wird eben aus verschiedenen Vorgängergemeinden was zusammengesetzt.
ich finde, noch eindrucksvoller Entschuldigung, auch wieder das im Ruhrgebiet. Sie sehen sozusagen die Ortsnamen, wo die herkommen. Also Leverkusen ist ja eine Erfindung, aber sozusagen wie sozusagen der alte Kern drumherum die ganzen Vororte eingemeindet. Das heißt, Städtewachstum, was Sie auch noch sozusagen statistisch finden, entsteht nicht durch Zuwanderung oder Häufigkeit von Geburten, also, sondern einfach durch Eingemeindung von Umlandgemeinden. Also das sind dann solche Entwicklungen. Es gibt eben, das ist ein Beispiel für den SVR, Robert Schmidt, der schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1912 sozusagen einen Generalsiedlungsplan für das Ruhrgebiet entwirft. Das ist dann der spätere Direktor des Siedlungsverbands Burg-Hohenbezirk. Die machen also, das finden sie für alle Gegenden eigentlich, die machen also solche Planungen, wie man Zentralitäten bestimmen kann und was das an Ausstattung heißt. Also diese Zentralitäten heißt, die gibt es bis heute. Heute heißt es sowas Entwicklungsachsen. Oder es wird über Ober-, Unter- und Mittelzentren gesprochen, was dann für den Bauplan eben heißt, was können Sie ansiedeln. Also in einem Unterzentrum brauchen Sie nicht unbedingt einen Möbelladen, weil das nur so Ab- und Zu-Konsum ist, sondern das ist besser in einem Oberzentrum. Dafür brauchen Sie da unten möglichst auch noch einen Bäcker. Also sozusagen die Flächennutzung, also das ist jetzt ein bisschen primitiv erklärt, ein bisschen oberflächlich, aber sozusagen sehr technokratisch vielleicht, ein bisschen schachbrettartig übers Land gelegt. Wie viel Zeit brauche ich, um ein Oberzentrum zu erreichen und mir dann eben doch die Küche zu kaufen? Und wie viel Zeit brauche ich, bis ich Brötchen kriege? Ja, also solche technokratischen Überlegungen fangen jetzt an. Es gibt also erste Überlegungen zur Raumordnung und es gibt jetzt eben auch auch den Ausbau städtischer Bauämter, will ich erstmal das so nennen, oder Stadt, also das sind die frühen Stadtplaner. Jede ordentliche Stadt hat mindestens einen Baurat und plant seine Gebäude selber. Es gibt ganz viele bekannte Einrichtungen, die da in dieser Zeit entstehen. Das eine dient sozusagen der städtischen Repräsentation. Jetzt kenne ich mich im Rheinland noch nicht genügend aus, aber zum Beispiel ist das in Essen die Börse oder das Haus der Technik. Es sind oft Sparkassengebäude oder es sind manchmal auch Postgebäude. Es sind manchmal, also inzwischen sind die auch wieder standardisiert, Polizeigebäude, die mehr oder weniger aufwendig gebaut werden. Es ist oft ordentlich mit Kunst am Bau und nicht nur ein Preußenadler. Und es ist zum Beispiel Backsteinexpressionismus, es ist dann auch die Industrie beteiligt sich daran, denken wir an Oberhausen, das Magazingebäude von Peter Behrens oder das Wilhelm-Marx-Haus in Düsseldorf. Dazu kommen sozusagen alle anderen Akteure, kümmern sich auch. Ne? Welch aufgebrezelter, muss man mal sagen, Gewerkschaftshäuser gibt es. Oder das war auch ordentlich gebaut, das Gebäude des Volksvereins für das katholische Deutschland oder die Gebäude der Konsumgenossenschaften, ne, die repräsentative Darstellungen sind. Dazu kommen jetzt eine ganze Reihe von Einrichtungen der kommunalen Daseinsfürsorge, da können Sie sich sicherlich streiten, natürlich Schwimmbäder, natürlich Sportstätten, ne, also denken Sie an das Stadion Rote Erde für die Dortmunder, das darf ich als Ex-Gegner sagen, die durch Aufkampfbahn, das heißt einfach Kampfbahn, das ist auch sehr deutsch, in Gelsenkirchen, die Duisburger Wedau, das Oberhausener Niederrheinstadion. Also Gladbach weiß ich nicht, was sie so genau was sie gebaut haben, das müssen wir nochmal nachdenken. Es tauchen solche Dinge auf jetzt auch als Bildungseinrichtungen, und zwar eigentlich hier dann sowas wie die Volkbankschule, die ja dann schrittweise eine Hochschule wird, das Volkbankmuseum, dann das Lehmbruchmuseum in Duisburg, S34, die Essener Grube, große ruhrländische Gartenbauausstellung 1929, das Bochumer Schauspielhaus ist von 1919, ich habe gleich nochmal ein Bild, also
die Vorstellungen sowohl des Zentrums als auch der reformistischen Sozialdemokratie sind der Hintergrund, solche Einrichtungen zu fordern. Es gab so ein schönes Bild, was ich klauen konnte für Hannover. Die sind jetzt relativ schnell, finde ich, was die wann gemacht haben. Aber ich lasse das mal stehen. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Stadtbiografien. Das hängt eben auch an den jeweiligen Akteuren und was die so wollen. Ne? Also die Dortmunder Westfalenhalle, das Bergbaumuseum in Bochum, Essen versucht sich zur Hauptstadt des Ruhrgebiets zu machen. Ne? Also da kommt dieser Volkwang-Begriff und das Ruhrland her. Also später haben wir dann über Ruhrstadt diskutiert. Das kommt alle 30 Jahre so irgendwie unter einem neuen Begriff wieder. Und das funktioniert den Zusammenhalt sowieso nicht oder nur schwer. Es gibt Ansätze, sowas wie regionales Marketing. Man kloppt sich darum, wer denn die ersten Flughäfen hat. Ja, also da ist noch nicht so richtig viel los, aber da sind solche und eben auch viele Kultureinrichtungen. Und jetzt kommt dazu, dass auch noch zahlreiche andere Akteure daran mitarbeiten. Es gibt das Aufkommen, was für städtisches Leben und für sozusagen die Bilderwelt wichtig ist. Es kommt die Filmindustrie auf, das Kino als eine Massenunterhaltung. Und es entsteht das, was im Umfeld insbesondere der Arbeiterparteien, also auch wieder Zentrum, auch wieder Sozialdemokratie, ich würde sagen bei den Kommunisten eher etwas weniger, weil die sozusagen recht ferngesteuert große Politik machen und eigentlich das Alltägliche vergessen. Also für mich sind die 20er Jahre die Blütezeit, auch das kommt ja nochmal vor, die Blütezeit der Arbeiterkulturbewegung. Man kann politisch korrekt Touren, Fahrrad fahren, natürlich sterben auch, und natürlich auch politisch korrekt singen. Und also dieser Spruch von der Wiege bis zur Bahre, ich erinnere mich an eine sehr schöne Diskussion mit einem katholischen Kollegen. Wir fanden immer wieder ein Gegenstück. Ne? Also was sozialdemokratisch und also das ganze Leben konnte man eigentlich da verbringen. Jetzt gibt es allerdings da eine große Herausforderung, weil nämlich eben in den 20er Jahren das aufkommt, was man eine Massen- oder Populärkultur nennt. Das heißt, neben der eigentlich alten Volkskultur, der neueren Arbeiterbewegungskultur oder Arbeiterbewegungskulturen, also ich vergesse immer die evangelischen, die haben aber durchaus auch sowas, das ist oft verbunden auch mit Kriegervereinen, das ist eher verhältnismäßig antidemokratisch, aber nicht nur. Aber es gibt eben dann auch wie die Kinos, eine, ja sagen wir mal, politisch oder klassenmäßig indifferente Volks- und Populärkultur, Massen- und Populärkultur, also ich würde nochmal eine Volkskultur, die älter ist, auch nochmal als solch eine vorhandene Kultur ansehen, die eigentlich milieuübergreifend ist. Also für unsere Region, weil wir so immer noch, also zwar irgendwie die Meisterschaften nie holen, aber eigentlich das Land des Fußballs sind, wenn Samstag spielen ja noch nicht mehr, aber eigentlich drei Viertel von Besuchern an einem Bundesliga-Tag sind in Nordrhein-Westfalen. Und wenn Dortmund Meister wird, ich würde es Ihnen ja auch mal wünschen, dann sind da 200.000 Leute auf dem Bein und bei Bayern ist man dran gewöhnt, da sind da 25.000. Ne? Und die Stadt München ist, glaube ich, ein bisschen größer. Aber es gibt da auch Leute, die für 1860 sind. Also, es entsteht eben so eine klassenneutrale Kultur mit Kriminalfilmen, mit Western, mit Schnulzen, mit manchmal chauvinistischem Einschlag. Es ist schon komisch, wenn Sie eine kommunistische Tageszeitung lesen und dann hinten die Werbung für ganz seltsame Filme darauf finden, die nur völlig politisch inkorrekt sind, diese der Kommunisten. Es gibt 1932 schon 4 Millionen Rundfunkempfänger, das ist nicht erst der Volksempfänger. Es gibt die Revuen, in Klammern, mehr oder weniger leicht bekleidete Showgirls. Es gibt
Schlager, es gibt Jazzmusik. Das ist nicht nur sozusagen der eher bürgerliche Bubikopf, der in, durch die Bars und Casinos tanzt, sondern das ist auch für große und breite Zuschauermassen. Wie stark das sozusagen an traditionellen Kulturen knabbert, sieht man eigentlich daran, dass von vielen Seiten das als Kulturbolschewismus sozusagen von rechts beschimpft wird und dass insbesondere Arbeiterorganisationen versuchen, da hinterherzukommen. Also irgendein Arbeiterradiobund, der irgendwie ein paar Transistoren zusammenlötet, in der Hoffnung, da sozusagen auch drin Fuß zu fassen. Das heißt, der Höhepunkt wird wohl der alten Arbeiterkultur wird wohl in den 20er Jahren überschritten. Es kommt dann, was ich Ihnen schon gezeigt habe, zu der kommunalen Neugliederung der 20er Jahre und eigentlich ist sie relativ lange gültig, bis in die späten 60er, 70er Jahre, bis es in Nordrhein-Westfalen zu der relativ weitgehenden und ja an manchen Stellen auch umstrittenen kommunalen Neugliederung kommt. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht alles aufzählen, was es da gibt. Also Leverkusen ist ein Beispiel, aber auch Wuppertal wäre sozusagen ein durchgreifendes Beispiel. Viele solcher Neugliederungen, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Die Weimarer Republik, das muss man sich jetzt also für Deutschland vor Augen führen, ist krisengeschüttelt. Also es gibt gerade hier im Rheinland die Rheinlandbesetzung und dann auch die Ruhrbesetzung. Die Krisenzeit, oder die Anfangsphase, die oft bürgerkriegsähnliche Anfangsphase, endet ja eigentlich fast erst 25 Minuten später in manchen Teilen. Und geht dann eigentlich, also die goldenen 20er Jahre hat es in großen Teilen des späteren Landes Nordrhein-Westfalen nicht gegeben. Und selbst wenn man das alles weglässt, dann sind das 10 Jahre, ne, in denen, also bis zur Weltwirtschaftskrise. Das ist relativ kurz und da passiert erstaunlich viel. Wobei man muss noch einen Punkt erwähnen, das ist die böse Beschimpfung kommunaler Maßnahmen als Munizipalsozialismus. Weil die Städte eigene wirtschaftliche Betätigung betreiben, die auch wirtschaftlich betrieben werden könnte von Unternehmen, aber sozusagen im Sinne des Gemeinwohls und hoffen, und das ja manchmal auch sagen, dass sie damit sozusagen die Privatwirtschaft zurückdrängen können. Dieser Gedanke wird als Munizipalsozialismus beschrieben und auch bekämpft von der Wirtschaft, aber auch politisch von rechts. Das ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Die Städte schaffen es nun, also bei allen Schwierigkeiten, die sich da schon im Kaiserreich aufgehäuft haben, schaffen es nun, gerade in der Anfangsphase der Weimarer Republik, relativ viel auf die Reihe zu kriegen, weil sie das mit Inflationsgeld bezahlen können. Also, ich weiß nicht, der guckt gleich. Einmal einen vor. Also, das ist ein riesiger Grüngürtel, da wo ich früher mal gewohnt habe. Der wird 1918, am Ende des Krieges, wird da ein Vorkaufvertrag gemacht mit einem alten Großgrundbesitzer und das wird dann 1920 bezahlt. Ne, da ist das Geld gar nichts wert. Ne, also das sind eben auch manchmal Inflationsgewinnler. Ne, und manches Gebäude, was so in der Zeit bis 23 erbaut wird oder auch manche Planungsleistung, wird mit Inflationsgeld bezahlt. Und auch damals gibt es schon eine Verschuldung der Städte. Nach 1929-30 geht da gar nichts mehr, weil die Städte einfach die Wohlfahrtskosten zahlen müssen. Das ist in vielen Städten haben wir eigentlich eine Arbeitslosigkeit, die unvorstellbar ist. Also was wir heute als Katastrophe sehen, das sind Arbeitslosenzahlen von 60-70% der arbeitsfähigen Bevölkerung. Und ich muss sagen, also da können Sie auch
bei sich zu Hause in die alten Amtsberichte gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand, also die sind ja Statistikfreunde, da steht eigentlich, wie viel Wohlfahrtsunterstützung man kommt, aber da steht auch der Brotpreis. Da wissen sie nicht, wie die auf die Kalorien kommen sollen. Ne? Und also wenn sie dann in die Zeitung gucken, dann finden sie jeden dritten Tag eine Marktplünderung. Ne? Also das sind Verhältnisse, wo die Städte überhaupt jenseits aller Handlungsfähigkeit sind. Nur noch mal einmal zurück. Also auch das wieder einfach nur jetzt mal als Eindruck, eine Auflistung der Sachen, die die Städte machen können. Das ist jetzt in der Formulierung eigentlich schon der Bundesrepublik. Ja, wo die Städte einen eigenen Wirkungskreis haben, was man heute bösartig freiwillige Aufgaben nennt, die man ja einsparen kann, und dann den übertragenen Wirkungskreis. Also ich habe ja relativ lange in einer armen Stadt gearbeitet, ne? Also Kultur, ey, das leisten wir uns, ne? Und wenn wir kein Geld haben, dann lassen wir das. Also gut. Das sind einfach nur noch mal ein paar Bilder, ne? Solche, was ich Arbeitsnachweis, das ist einfach ein schönes Büro aus der Zeit. Sie sehen, da sind noch eher Männer als Frauen drin. Und es wurde gesund im Stehen gearbeitet. Das kriege ich ja heute sozusagen gebraucht, aber wahrscheinlich als Entschuldigung. Und es gibt eben auch, das sind Repräsentationsveranstaltungen. Ich wollte fragen, Arbeitsnachweis, können Sie es vielleicht erklären? Was ist? Ja, Arbeitsnachweis ist im Prinzip der Vorgänger von Arbeitsamt. Ja, also die Städte haben angefangen zu erfassen, wer ist arbeitslos und liegt uns ja sozusagen als Wohlfahrtsunterstützungsempfänger auf der Tasche. Und wir gucken mal, ob wir den nicht irgendwo unterbringen können. Ja, also wir haben später diese Wohlfahrtserwerbslosen, das ist ein ziemlich übles System, das zeige ich Ihnen auch gleich noch. Es gibt diese städtischen Repräsentationsveranstaltungen, die habe ich bisher noch nicht erwähnt, ne, also wo Städte sich auch ein Stück weit inszenieren und als ganz vorne. Ne, also diese Ausstellung zur Gesundheitspflege, gerade in Städten gibt es ein hygienisches Problem. Oder eben bei der Presseausstellung gibt es ganz, also für die damalige Zeit, das, was wir heute neue Medien nennen würden. Ne, also das sind schon ziemlich weitreichende Dinge. Das sind verschiedene Bauformen, jetzt in dem Fall auch aus Köln. Einfach mal kreuz und quer. Das ist sozusagen, weil ich die Bilder hatte, das ist sozusagen die Stadtwerbung. Man verkauft sich jetzt. Und Sie sehen, Sonderheft der Zeitschrift für Kommunalwirtschaft. Also die Städte versuchen sich sozusagen schon, was wir heute Stadtmarketing nennen würden, ne? Mit einem Image zu verkaufen. Und also die Arbeiter, die sich darüber freuen, dass sie im Park sind, ist das eine. Die anderen haben sich vielleicht nicht ganz so gefreut. Das sind die Wohlfahrtserwerbslosen. Die werden ein halbes Jahr, na, zu dem, was man vielleicht Mindestlohn nennen könnte, beschäftigt, um dann wieder arbeitslos zu sein und dann auf das Arbeitslosengeld des Reiches verwiesen zu werden, damit sie der Kommune nicht auf der Tasche liegen. Das heißt, wenn sie dann wieder sozusagen aus der staatlichen Arbeitslosenversicherung rausfallen, rutschen sie wieder in diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wie es das in der Bundesrepublik. Ja, und es ist eine ständige Spirale nach unten, weil die dann natürlich auch wenig verdient haben und dann natürlich auch wenig Erwerbslosenunterstützung kriegen. Also ein ganz übles Verfahren eigentlich. Die Weimarer Republik hatte, wie Sie alle wissen, keinen fürchterlich langen Bestand. Also es gibt solche schönen Sachen, ne? Also die Friedhöfe, auch jetzt sozusagen modern Urnenbestattung, ne? Das will aber die Arbeiterbewegung. Ne? Das ist eine Forderung der eher sozialistischen oder sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Oder eben auch Denkmäler, also wenn Sie an Ihre Stadt denken, ne, also den Versuch einer demokratischen Erinnerungskultur, viele Dinge, die dann später von den Nationalsozialisten geschleift wurden. Oder sowas, ne, also ein Lichtheilstätte, ne, also weil man, ich weiß nicht, die Älteren unter Ihnen kennen es vielleicht noch, dass
Also ich bin noch zur Werksfürsorge eines großen kohleverbundenen Unternehmens gegangen. Da gab es dann Lebertran und Höhlensäure. Also Vitamin D-Produktion. Also das ist sozusagen jetzt 20er Jahre öffentlich gemacht. Also eben auch, wenn Sie so wollen, sehr, sehr fortschrittlich eigentlich präventive Gesundheitsvorsorge, die es da gibt. Also Sie sehen, glaube ich, im Resultat dann einfach auch eine Masse an kommunaler Daseinsfürsorge, die wir uns teilweise in der Gegenwart nicht mehr so richtig leisten. Oder die wir privat uns von privaten oder eher kommerziellen Akteuren leisten. Das geht eben auch bis hin dann zum politisch korrekten Einkauf. Es gibt sozialdemokratische Konsumgenossenschaften, es gibt christliche Konsumgenossenschaften, es gibt auch welche, die den evangelischen Kreisen nahestehen, und es gibt Konsumgenossenschaften der Unternehmen, wo man Einheitswaren kaufen kann. Sie wissen, das muss ich glaube ich jetzt nicht erklären, dass die Weimarer Republik untergegangen ist unter den auch schon angedeuteten Bedingungen. Die Kommunalverfassungen werden 1933 noch im Dezember und dann 1935 nach der deutschen Gemeindeordnung umgestaltet und reichseinheitlich. Damit haben zum ersten Mal Rheinland und Westfalen dieselbe Gemeindeordnung und natürlich nach dem Führerprinzip umgestaltet. Der Bürgermeister wird ernannt von der NSDAP, die Ratsmitglieder werden auch ernannt und nicht mehr gewählt. Das sind auch im Regelfall, also ich wüsste leider keine Gemeinde, wo es, also das heißt Ratsherren immer, wo es Ratsdamen gibt. Also das ist mir irgendwie noch nicht untergekommen. Und die kommunale Verwaltung wird eben sehr stark eingebunden in den nationalsozialistischen Staat. Missliebige Beamte werden nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtums rausgeschmissen. Das ist aber noch eine sehr, sehr kleine Minderheit. Also die Kommunalverwaltungen machen weiter mit und es gibt sehr, sehr viele Kommunalbedienstete, die vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus bis in die Bundesrepublik da gewirkt haben. Und man sollte das sicherlich nicht vergessen, also die Kommunalverwaltungen waren jetzt effizient aufgestellt, die waren auch durchaus in der Lage, Deportationen zu organisieren. Ja, also die sind an ganz, ganz vielen, das ist oft übersehen worden, an ganz, ganz vielen Verbrechen des Nationalsozialismus sozusagen in Ausführungen beteiligt. Ich will mich nicht um viel Nationalsozialismus drumherum drücken, aber also jenseits sozusagen dann der Zerstörung fallen mir nicht so ganz fürchterlich viele Fortschritte oder Gebäude und Maßnahmen ein, die auf kommunaler Ebene was verbessert haben oder fortentwickelt haben. Es gibt sicherlich eine Reihe von neuen Siedlungen um Unternehmen, die mehr oder weniger kriegsdichtig waren. Es gibt auch ein paar Repräsentationsbauten, aber sozusagen urbanes Leben, da wären wir wieder am Anfang, ist eine Way of Life in einer modernen, differenzierten Gesellschaft und lebt von der Unterschiedlichkeit. Das passt nicht zum Nationalsozialismus. Ja, also ich will damit sozusagen Urbanität oder auch Modernisierung vom Nationalsozialismus nicht völlig absprechen. Ja, also der Nationalsozialismus, das muss man sich immer am Ende vorstellen, das darf man eigentlich politisch korrekt nicht ganz so sagen, hat natürlich enorme ökonomische Leistungen verbracht. Sicherlich auf Grundlagen, die auch im Kaiserreich in der Weimarer Republik geschaffen worden sind, aber sozusagen für urbanes Leben sehe ich da eigentlich nicht besonders viel. So, ich soll und will auch nicht groß über die Bundesrepublik sprechen. Die Industrie wurde wieder aufgebaut.
Die haben dann alle damit gelebt, das wissen ja noch einige, dass wir im dann entstehenden Land Nordrhein-Westfalen eine kommunale Doppelspitze kriegten, mit einem Verwaltungschef und einem ehrenamtlichen Bürgermeister. Ich muss sagen, ich fand das immer noch ein gutes System. Also weil es manchmal auch einen politisch denkenden Oberbürgermeister gab, der seinen Verwaltungsmenschen, wenn er denn zu sehr verwaltete, zu wenig an die Bevölkerung dachte, dann doch, ja, also im Ruhrgebiet würde man sagen, in die Weichteile getreten hat. Und da ist immer mal wieder Auseinandersetzung gegeben, das fand ich sozusagen unter den Akteuren keine schlechte Möglichkeit. Grundsätzlich sozusagen nach dem Wiederaufbau, der mehr oder weniger schön gelungen ist, der mehr oder weniger schöne Bauwerke gemacht hat, also das sind sozusagen einfach ein paar öffentliche Bauwerke, auch wieder wie üblich, ne? Verwaltungsgebäude, Sparkassen und so weiter, oder eben, das ist jetzt eben Treuhandstelle für Bergmanns Wohnstätten, weil ich da die Bürger hatte, aber das sieht in den Chemielagen nicht anders aus, die Wohnung, die man in den 50er und 60er Jahren baut, das gefällt uns heute vielleicht alles nicht mehr so ganz, aber mal gucken, das was wir bauen, wie das für 30 Jahre beurteilt wird, das schauen wir dann mal. Was ich sozusagen, glaube ich, für unumstritten halte, ist, dass dann vor allem in Nordrhein-Westfalen die Hochschulen gebaut sind und damit eine ganz wesentliche Veränderung auch von Urbanität, auch die Städte, die das Glück gehabt haben, eine Universität zu kriegen, da hat sich sicherlich was verändert. Bei den Städten ist es dann eine drastische Veränderung durch das Schulwesen und eine ganz andere Ausbildung und eben auch eine Differenzierung und auch noch eine ganz andere Voraussetzung für Urbanität. Ich kann das immer wieder nur sagen, das müssen Sie für Ihre eigenen Gemeinden durchspielen. Also ich habe, als ich anfing zu arbeiten, einen Chef gehabt, der 1968 Abitur gemacht in Gelsenkirchen. Da haben in dem Jahr 400 meist männliche Jugendliche ein Abitur gemacht. Bei einer Stadt, die fast 400.000 Einwohner gehabt hat und die wesentlich jünger war als heute. Und heute sind es knapp 40%, die ein Abitur machen. Jetzt können Sie sich über Abitur und Möglichkeiten und Gesamtschule und all sowas streiten, aber das ist eine doch, glaube ich, ziemlich gigantische Veränderung. Ich will da jetzt nicht viel weiter zu sagen, also manches Bauprojekt der 60er, 70er, 80er ist umstritten und findet man manchmal eine nachträgliche Stadtzerstörung, das ist offen, aber die Städte stehen eigentlich nach wie vor derselben Aufgabe, urbanes Leben und auch friedliches Zusammenleben zu organisieren in einer Gesellschaft, die, was ich anfänglich über den Begriff Urbanisierung gesagt habe, in der Gesellschaft die ganz unterschiedliche Lebensformen entwickelt. Und jetzt sozusagen, da ich einen Impuls machen soll, noch sozusagen das, was Sie vielleicht schon im Hintergrund haben. Es gibt eigentlich drei Akteursgruppen. Das wäre die Politik, das ist sicherlich zu einfach, aber der politisch-administrative Apparat. Das wäre die Wirtschaft. Und das wäre sozusagen gesellschaftliche Initiativen, der Begriff wäre heute Zivilgesellschaft. Und die arbeiten alle nach anderen Prinzipien. Die Politik trifft Entscheidungen, hat eine Hierarchie. Die Wirtschaft nach Effizienz oder naja, nach Wettbewerb. Und die Zivilgesellschaft nach Anerkennung. Ja, also, und das sind unterschiedliche Regelungsmechanismen. Und in einer Kommune kommen die alle zusammen und müssen, also deswegen reden wir ja von Netzwerken, müssen irgendwie was aushandeln. Und die verfahren alle, also nach neuen Formen. Wir machen nicht mehr von oben nach unten. Also ich lasse das mal stehen und führe das nicht weiter aus. Letzter Punkt. Also das, wir benutzen dafür sprachlich, man macht das ja immer in Englisch, ne, dummerweise, aber da gibt es eine Differenzierung. Government wäre, ne, ich entscheide. Und Governance ist, ich rede. Also es wird erst darüber geredet und ein Kompromiss gesucht.
Und es wird versucht, alle mitzunehmen. Und das schönste Beispiel, um das zu erklären, ist immer Gesundheit. Also ich kann politisch durchsetzen, dass es eine bestimmte Form von Gesundheitspolitik gibt. Das kann ich auch mit der Wirtschaft zusammen machen, ne? Also für teuer Geld eine Hüfte einbauen. Nur muss der Kranke, der die Hüfte kriegt, Zivilgesellschaft, ne? Muss das als vernünftiges System anerkennen und sich in die Muckibude begeben und quälen, damit er hinterher wieder laufen kann. Ne? Also insofern brauchen wir wahrscheinlich diese drei Akteure. Das ist jetzt primitiv an einem primitiven Beispiel, aber wenn Sie überlegen, wer sitzt denn da alle an einem Tisch? Und eigentlich würde ich glauben, also wenn ich das nochmal lokalpatriotisch so sagen darf, dass wir in Nordrhein-Westfalen von Montan Mitbestimmung bis sonst wohin die eigentlich Erfinder des runden Tisches sind. Und dass das nicht irgendwie was mit dem Zusammenbruch der DDR hat. Also wir sind es eigentlich sozusagen als eine politische Kultur in Nordrhein-Westfalen gewohnt, reden wir erstmal drüber. Und irgendwie finden wir einen kleinen gemeinsamen Nenner. Das ist nicht immer schön, aber das ist vielleicht auch gelernt aus Kommunalpolitik. Auch das ist nicht immer schön und es gibt nicht Ahnenrecht und hat auch 150 Jahre nicht Ahnenrecht gegeben. Aber die Kommunen sind schon verhältnismäßig leistungsfähig. Vielen Dank. Gut, ja, wir wollen weitermachen. Zunächst mal damit, dass wir Ihnen danken. Ich glaube, das war ein sehr anschaulicher, sehr konkreter Vortrag, der uns mitgenommen hat auf so eine Zeitreise, die sich dann entwickelt hat, derzeit interessiert. Und am Ende haben Sie das nochmal zusammengefasst. Also ich glaube, das war als Auftaktvortrag das, was man sich nur wünschen konnte. Also nochmal vielen Dank. Und dennoch dürfen Sie ja Fragen haben. Ich komme mit dem Mikrofon, damit auch alle anderen das hören. Sie haben sich ja einem Typisierungsversuch der Industriestädte etwas entzogen. Könnte man aber vorstellen, dass das trotzdem im Zusammenhang mit dieser Tagung doch ganz interessant wäre. Es gab im 19. Jahrhundert diese industrialisierten Landstädte. Landorte, illustrierten Landgemeinden. Ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Bezeichnung dafür, die mit Elementen besetzt waren, die in sich städtebaulich gut geplant waren. Eine große Fabrikanlage ist eine städtebauliche Anlage, die auch gut geplant ist und Siedlungen waren das auch. Sie waren aber unabhängig voneinander. Es gibt von Erich Herzog die ganz interessante Definition für die ottonische Stadt, dass das unfestigte Grundherrschaften waren. So ähnlich stelle ich mir das vor, so ähnlich würde ich das auch für die Industriestadt sehen, dass das diese unfestigten Grundherrschaften waren, die also untereinander eine schlechte Beziehung hatten. Es gibt ja diese fantastische Darstellung von Lutz Niethammer über Borbeck, Essen Borbeck, in dem er halt die Schwierigkeiten beschrieben hat, wie Stadtplanung in dem Zusammenhang überhaupt wirken konnte, nämlich so gut wie gar nicht. Das erfolgte eben erst später. Es gab aber diesen anderen Stadttyp, der entstand oder der zusammenhing mit einem dominanten Kern. Dafür haben Sie einige Beispiele genannt im Ruhrgebiet. Und man hätte das also ausdehnen können. Köln ist genauso gewesen, Berlin, also eigentlich alle großen Städte hatten diesen dominanten Kern und drumherum hat sich dann so ein Konglomerat von Vororten entwickelt, die später eingemeindet wurden. Diese Städte hatten aber ein Zentrum. Das fehlte bei diesen der Konglomeratbildung, die es gab, zu denen ich auch Leverkusen rechne. Und zu denen ich im Ruhrgebiet auch Städte wie Oberhausen und Gelsenkirchen rechne. Die hatten eben nicht diese historische Mitte, die musste eigentlich erst noch dazukommen. Und ich denke mal, neben allen Aspekten, die Sie genannt haben in die 20er Jahre, ist das eben auch ein wichtiger Aspekt, dass es in vielen Städten zu dieser City-Bildung kam, dass neue Innenstädte entwickelt wurden. Denken Sie an Oberhausen, das ist ein sehr schönes Beispiel. Hamburg ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für so eine City-Bildung.
Das ist also ein wesentlicher Aspekt dieser Zwischenkriegszeit gewesen, die ich aber, so wie ich das sehe, hier in Leverkusen nicht so stark ausgebildet sehe. Also das finde ich schon interessant, dass man diese Unterschiede feststellt und dann ja eben diesen Versuch zur Citybildung in den 20er Jahren auch mit als wesentlichen Bestandteil dieser Zeit begreift. Ja, und halt, könnten Sie sich noch kurz vorstellen, ich hatte nämlich vergessen zu sagen, wir wollten Sie am Anfang des Redebeitrags des ersten. Ja, mein Name ist Walter Buschmann, ich war also jahrzehntelang Denkmalpfleger beim Landesdenkmalamt im Rheinland und habe in Aachen an der RWTH Industriedenkmalpflege gelehrt und jetzt im Ruhestand und auch in zahlreichen Vereinen tätig. Das habe ich auch schon mal von Ihnen gelesen. Ich hab versucht anzudeuten, dass die Akteure in den Städten haben eine Vorstellung davon, was sozusagen wie eine Stadt so irgendwie aussehen muss. Und Sie haben Oberhausen erwähnt, die versuchen eine Behördenviertel zu machen. Also da so eine City zu machen. Es gibt aber eben ganz, ganz unterschiedliche Städte, also die alten Residenzstädte, die auch den Wall wegmachen und die Straßen heißen dann ja auch so. Es gibt aber auch so Städte, ich sag mal wie Dortmund, die eigentlich nur noch eine runtergekommene alte Stadt sind, bevor sie industrialisiert werden. Es gibt sicherlich nochmal Hafenstädte, die anders sind. Mir ist nicht so richtig klar geworden, bei Leverkusen, ich würde für das nördliche Ruhrgebiet immer schreiben, die da Stadtvorstellungen entwickeln können, die gibt es da gar nicht. Weil, ne, also da braucht man Jungs mit dicken Armen, die nach einer Schippe und eine Hacke halten können. Also jetzt auch wieder so flapsig gesagt. Und da gibt es dann vielleicht irgendwie ab und zu mal einen Betriebsführer, deren Häuser man ja auch erkennen kann. Aber da gibt es keine bürgerliche Schicht. Da gibt es im Zweifelsfall auch niemanden, der ein Theater haben will. Das will dann vielleicht der preußische Kommunalbeamte. Deswegen sozusagen bei Leverkusen ist, da braucht man ja eine andere Qualifikation von Beschäftigten. Da muss es eigentlich auch sozusagen eine qualifiziertere Schicht geben. Also man müsste das nochmal schichtenmäßig sich angucken, wer will denn das? Und in den kurzen 20er Jahren werden eben auch vielfach solche Gebäude gebaut. Ne? Und also das, ich könnte das vielleicht für Frankreich sagen. Da steht an jeder Posten und an jedem Polizeigebäude und an den Mairies steht oft irgendwie auch ein Jahr und das sind eigentlich die 20er und 30er Jahre. Ne? Und das sind in Deutschland eben nur die 20er Jahre oder überwiegend die 20er Jahre. Also der Versuch der Citybildung ist meiner Meinung nach schon da, nur manche schaffen es einfach auch nicht. Ne? Das hat eben auch dann seine Schwierigkeiten, da sozusagen ein großes Rathaus hinzusetzen. Wir haben mehrere solcher wirklich auch Backstein-Expressionismus wertvollen Gebäude und die haben sozusagen dieselbe Entwicklung nochmal in den 50er oder in den 60er, 70er Jahren, wo diese Denkmäler des unbekannten Fliesenlegers gebaut werden. Ich hoffe, das. Mein Name ist Tegel Kaufmann, ich bin Leiterin des Instituts Moderne in Rheinland an der Heinrich-Heine-Universität, komme eigentlich von der Literaturwissenschaft her, wo ich aber schon ein bisschen länger nicht mehr bin, weil sich das Thema einfach nur in der allgemeinen Kulturwissenschaft angeht. Eine Frage, bei den sehr, sehr vielen Errungenschaften dieser Zeit, mir kommt ein Topos der Weimarer Republik, drängt sich mir auf, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und ob und wie man jetzt diese unterschiedlichen Systeme, also zum Beispiel das preußische Landrecht hat überall gegolten, die Stadtplanung war in der linksrheinischen Region, in denen französische Einflüsse da waren, schon viel weiter, das Dreifensterhaus in Bonn, auch die Strukturen, die sich durch die Residenzbautätigkeit in Düsseldorf oder Bonn schon ergeben hatte, die ja auch sehr prägend war, also gar keine Möglichkeit mehr ließ. Was mir aber besonders wichtig zu sein scheint, weil Sie es auch namentlich genannt hatten, wo sich bestimmte Dinge plötzlich doch sehr nur bewegt zeigen lassen,
und auch einen Verbund zeigen lassen, das ist die Vollkorn-Sache. Das ist ja nicht eine Essener Entwicklung gewesen, sondern die Idee mit einem riesengroßen, wenn Sie hinfahren in die Villa von Osthaus, ja, sieht man im Haus ein riesengroßes Modell. Das war für Hagen geplant und es hat faktisch sehr viel mehr Nähe zum Beispiel zu Krefeld, wo sich im Kreis unter dem Begriff des westdeutschen Impulses, ist ja 1984 diese hervorragende Ausstellung gezeigt worden. Das heißt, wir haben es alle mit Vorkriegsentwicklungen und Reformbewegungen zu tun, die da erst teilweise zu tragen kommen, die aber die eigentliche Bedeutung von Regionen und jetzt denke ich mal in so eine Raumkategorie schon vor dem Ersten Weltkrieg sehr präsent machten. Also das sind jetzt 8 insgesamt Kunstgewerbeschulen, die sehr, sehr urbanen Kulturen hier angelegt haben, die dann weiterentwickelt wurden. Und bei Volkmann sieht man eben, dass der Verkauf der Familie an Essen, der Bestände, die Osthaus gesammelt hatte, eine Entwicklung zulassen, die plötzlich Essen schlug mit diesem Projekt. Aber in Wirklichkeit verweist es auf eine andere, und zwar auch eine im Verbund. Also der Verbund von Städten, urbanen Kulturen, der vor dem Krieg schon da war, der aber jetzt rechtlich andere Möglichkeiten hat durch die größere kommunale Förderungen. Daraus ergeben sich eben solche Dinge, die vielleicht ganz besonders interessant sind, um einzelne Regionen innerhalb der Gesamtregion auch aufzuarbeiten. Ja, ganz schwierig. Also, es ist vorhin auch über Raum geredet worden. Raum ist an sich erstmal keine wirklich feste Kategorie, sondern beruht auch auf Zufällen. Ne? Also wo Herr Osthaus sozusagen seine Beziehungen hin hatte. Ne? Und es gibt gewissermaßen auch übergreifende Ideen. Also ich kann das vielleicht nochmal anders erklären. Also wir haben versucht, sozusagen einen Plan zu machen für ein Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen. Jetzt muss man diesem komischen Land, was ja irgendwie gerecht werden. Also Sie kennen alle diese komischen Sprüche zwischen Rheinland und Westfalen, ich spiele da ja auch mit, aber es gibt auch das Tecklenburger Land, es gibt Lippe, Ostwestfalen, es gibt sozusagen diese rheinischen Städte, die sind aber auch wieder was anderes als das rheinische Land. Also das ist verhältnismäßig schwierig und jetzt kommen auch noch die Akteure da rein, die ja irgendwas mitnehmen und also in dem Industrialisierungsprozess, der ja ursächlich auch mit der Urbanisierung verbunden ist, sind es ja oft nicht die Leute vor Ort, die sozusagen die Innovation in den Fortschritt bringen, sondern Zugereiste, die aber wieder was anderes mitbringen und vielfach von einer internationalen Messe oder von ihrem Ausbildungsweg durch Großbritannien was Geklautes mitbringen. Ja, also, und neue Gedanken mitbringen. Und also das ist dann manchmal vielleicht Zufall, manchmal sind es andere Räume und nicht immer die gleichen. Also mir tat es am Ende immer leid, dass das Ruhrgebiet nicht mehr einheitlich ist. Ja, also dass sozusagen die Hellwegschiene ist gut weggekommen, ja, und die Emscher-Schiene erwischte es 20 Jahre später, als kein Geld mehr da war. Ja, also das ist auch nicht mehr die Einheit der Region. Ja, und also ich kann das jetzt für den Niederrhein schlecht sagen und ich kann auch nachvollziehen, was Sie mit Osthaus und Volkwang-Gedanken sagen, aber warum das so ist und ob das ein dauerhafter Zusammenhang ist, auf jeden Fall ist Volkwang am Ende in Essen gelandet. Ja, aber kommt eigentlich woanders her. Ja, also insofern sind Räume auch was Fluides, ja, was sich immer wieder ändern kann. Hilfsweise versuchen wir immer mit administrativen Grenzen zu arbeiten. Ne? Aber warum arbeiten Sie im Prinzip Popladenfreunde in Leverkusen, wenn ich das mal so sagen darf, mit Jülichern zusammen? Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ne? Also ich konnte vom Norden von Gelsenkirchen eigentlich nicht mal mit den Südlichen zusammenarbeiten. Also wenn ich mit den Südlichen geredet habe, haben die im Norden immer gedacht, also jetzt macht er mit denen gemeinsame Sachen. Ne? Also da waren ja auch noch 2 Stadtzentren entstanden. Ne? Und Bochum und Wattenscheid. Ne? Oder ist der gemeine Kettwiger ein Essener?
Der fährt doch nach Düsseldorf. Ne? Also, das ist jetzt sozusagen altersmäßig geantwortet auf eine eigentlich viel spezifischere Frage nach kulturellen Einflüssen. Entschuldigung, aber das müssen Sie gleich machen. Sie verteilen. Ja. Georg Möhl, Historiker, wenn man das Wort einladen. Stefan, du hast dich ein bisschen um die NS-Zeit gemogelt, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn wir dieses Modell Zwischenkriegszeit ernst nehmen, können wir ja nicht so tun, als gäbe es das nicht. Das wäre ja ein bisschen merkwürdig. Und ich will mal darauf hinweisen, also in welchem Umfang doch massiv die Nationalsozialisten im Stadtraum eingegriffen haben. Jetzt komme ich wieder mit meinem Köln, ich weiß, immer beliebt, aber nicht mal, ja, nicht mal gewollt, aber da kann man es eben sehr schön zeigen. Wenn man sich anschaut, die massiven Eingriffe in das, was heute Altstadt heißt, Vergnügungszentrum, was eben eine für die Nationalsozialisten ganz böse Gegend war, wo es Arbeiter gab, Nutten gab und zwielichtige Geschäftsleute, auch Juden übrigens. Das ist ja von den Nationalsozialisten systematisch normalisiert worden in deren Duktus. Und auf der anderen Rheinseite, in Deutz, gab es ja diese weit fortgeschrittenen Planungen dieses Gauforums als Gegenbau zum Kölner Dom, was man so etwas zuspitzen will, inklusive der gesamten weiteren Bauplanungen, die Köln vollkommen radikal als Stadtbau umgebaut hätte. Man kann ja heute noch die Nord-Süd-Fahrt sich angucken. Das ist eine NS-Planung gewesen, die dann in den 50er Jahren umgesetzt wurde, weil es eben für eine autogerechte Stadt ganz schön passte. Und noch ein Hinweis, neben diesem Gauforum sollte es ein Haus der Arbeit geben, mit einer Kantenlänge von 1,2 Kilometern. Also ein Viereck, ein Haus in dieser Dimension, was da geplant worden ist. Also, da wird massiv in einen Stadtraum eingegriffen. Und da ist nicht nach dem Motto, naja, Köln ist wie es ist oder so. Nee, hier wird eine Stadt vollkommen umgebaut. Ja. Das ist uns erspart geblieben in weiten Teilen. Aber wir haben immerhin die Modelle, wir haben davon eine Reihe von Planaufnahmen. Also wir können uns das imaginieren. Und dann wird einem schlecht, muss man aus meiner Sicht das zu sagen. Was ich damit sagen will, ist, die Frage des Stadtraumes muss man eben, denke ich mal, auch für diesen Zeitraum, den wir da behandeln, sich sehr genau angucken und schauen, welche Akteure, du hast den Begriff ja mehrfach verwendet, greifen da eigentlich ein? Man könnte genauso gut jetzt für andere Städte vielleicht, aber für Köln vielleicht auch, für die Zeit der Weimarer Republik gucken, wie ist da in Stadträume eingegriffen worden? Was ist da eben gebaut worden? Und es hat genauso, nicht in der massiven Form wie bei den Nationalsozialisten, Umwidmungen von Stadträumen gegeben. Wenn man Stadtraum jetzt als Begriff so insgesamt verwendet. Und ich glaube, dass das für diese Fragestellung, die wir hier haben, die ja sehr stark auf Raum hin ausgerichtet ist, sehr zentral ist. Wie geht man mit diesen Städten eigentlich um? Was wird sozusagen akzeptiert oder wo wird eingegriffen? Und das müsste man meiner Meinung nach sich auch für die Weimarer Zeit mal sehr genau angucken. Ich kenne da sehr wenig drüber. Das ist bisher noch nicht systematisch gemacht worden. Also ich weiß es nicht zumindest. Vielleicht weiß der Buschmann da mehr, aber ich kenne nicht eine systematische Arbeit, die diese Frage Eingriff mal thematisiert. Also ich würde gern von denen eine Einschätzung haben, ist das von mir jetzt überinterpretiert oder aus deinen Kenntnissen jetzt des Ruhrgebietes vor allem, wie würdest du das sehen? Also was Herr Kaufmann hat das eben gesagt, das wird man für einige Projekte sicherlich sagen können. Die sind was, also in der relativ kurzen, also ich weiß nicht, wir haben natürlich europamäßig gesehen eine Zwischenkriegszeit bis 1939. Wir haben aber durch den Einschnitt der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, haben wir eigentlich auch einen wesentlichen Einschnitt in Deutschland, schon 1933. Also deswegen habe ich von diesen eigentlich kurzen 10 Jahren auch gesprochen. Aber also das, was in der Weimarer Republik gemacht wird, ist oft vorgedacht. Also Sie erinnern sich an Robert Schmidt und den Generalsiedlungsplan, der ist von 1912. Und da denkt er irgendwie seit 1905 drüber nach. Ja, und also es werden in der Weimarer Republik auch Schubladenprojekte durchgezogen. Jetzt haben wir das Glück,
und da hast du sicherlich recht, ne, dass es NS-Planungen gab, die aber glücklicherweise nie durchgeführt worden sind. Ne, also ich würde das auch so sehen, dass das insbesondere um die Gauhauptstädte handelt. Da wäre dann Köln ja auch betroffen. Es gibt meiner Meinung nach für den Westfalen Süd gibt es auch so etwas für Bochum. Und es gab auch für Westfalen Nord Überlegungen, auch am Aasee in Münster was zu machen. Das ist glücklicherweise alles so nie gebaut worden. Es gibt Literatur darüber, da bin ich aber nicht total firm drin, dass es natürlich dann im Zweiten Weltkrieg wieder Aufbauplanungen gegeben hat, die auch sozusagen, ja, wir würden das heute sozusagen ästhetischen NS-Stil manchmal haben. Wobei, das ist das schwierige Wort Eklektizismus, ne? Also einen richtigen nationalsozialistischen Baustil gibt es wohl nicht, sondern das ist manchmal so neoklassisch, das ist aber auch manchmal Walmdach und Klappläden und so bäuerlich und so. Das ist glaube ich, nicht ganz so einheitlich. Also da ist vielleicht, täuscht uns manchmal auch unser Blick, aber da begebe ich mich aufs Glatteis, wenn ich das sage. Also es hat sicherlich diese Planung und auch diese weitgehenden Eingriffe oder Planung der Eingriffe gegeben, die aber dann glücklicherweise nur zum Teil durchgeführt worden sind. Also in Essen ist auch das, also sozusagen genau dasselbe Viertel, ne? Also mit Arbeiterschaft, stark kommunistisch, Prostituierten und so weiter, der Segerund, wo heute die Uni steht, ist auch im Dritten Reich abgerissen worden. Ne? Also das ist ja auch sozusagen eine ganz, ganz bekannte Sache, Stadträume zu besetzen. Ne? Also auch wenn man, ich sag mal, aus einem Arbeitskampf, ne, einen Ort hat, wo man sich getroffen hat, den dann zu bebauen, damit es da keinen Treffpunkt gibt. Ne? Also solche Dinge. Das sind auch immer Raumkämpfe. Ne? Und die sind ja nur angedeutet worden. Ne? Auf dem Friedhof habe ich auf einmal eine Urnengrabstätte. Ich stelle ein Denkmal hin für die Märzgefallenen. Ich stelle ein Denkmal hin für die Opfer der Kämpfe gegen den Kapuzsch. Solche Dinge. Ne? Also das versucht man ja auch Erinnerungskultur zu prägen. Und das haben die Nazis natürlich auch gemacht. Aber auch da haben sie ja nicht so richtig viel Zeit. Ja, glücklicherweise. Diese Raumkämpfe sind ja mal Bedeutungskämpfe. Ja. Jetzt haben wir einen Zeitkampf. Wir haben nämlich schon zwei Fragen und zwei kurze Antworten. Ja, ich bin Frau Braten, ist glaube ich die erste. Und Herr Krenz. Dankeschön. Ich würde aus der Frage, wie sich die Dynamiken und auch die Prozesse, die Sie beschrieben haben, in ein Raster einordnen lassen, mit dem wir damit arbeiten können, mit dem wir die auch in ein Verhältnis setzen können, einen kulturtheoretischen Begriff hier vorschlagen, der so naheliegend ist, dass er vielleicht nicht gefallen ist, das ist der Moderne. Und wenn ich den Begriff der Moderne benutze, dann meine ich nicht die Kunstgeschichte, also ich meine keine Epoche, sondern ich meine einen kulturtheoretischen Begriff. Das heißt, ich frage danach, was diese Zeit, wenn ich sie als modern begreife, ausmacht. Und da setze ich an bei der Querelle des Anciennes et des Modernes, die einen Perspektivwechsel zwischen dem Vorher und der Gegenwart kennzeichnet. Also die Querelle, der einen Abschied von dem rückwärtsgedanken gewandten Denken, ich orientiere mich an der Vergangenheit, hin zu einem Denken in die Zukunft bezeichnet. Und wenn ich dann eine Zeit auf ihre Modernität hin untersuche, dann ist die Frage, in welchem Verhältnis setzen sich die Menschen zu ihrer Gegenwart? Und woraus generieren die praktisch ihre Gegenwart? Und da kommen wir ganz schnell, also das ergibt praktisch das Raster, das ist ein europäischer Begriff, mit dem wir dann arbeiten, also auch ein sehr offener Begriff, der die Möglichkeiten reinlässt, das Antimoderne ebenso als Moderne zu fassen, solche Dimensionen. Und dann haben wir ein Raster, auf der wir die Ebenen, die Sie jetzt hier an Entwicklung sichtbar gemacht haben, auch in der Form, wie Frau Zippe-Kaufmann sie nach ihrer Dynamik hin untersucht hat, weiter auszudifferenzieren. Ja, ich würde auch auf den Begriff der Moderne oder der Modernisierung ungern verzichten. Aber das ist eigentlich ein Grundbegriff, der immer konfliktgeladen ist oder der immer für Konflikte steht. Und also erinnert an die Bilder von diesem komischen Grüngürtel. Ne, das ist in einer Industriestadt. Ne, da rudern die mit der Hände durch die Gegend. Ne, und in der Broschüre, die da war, da steht in der Einleitung, ja, also wir haben eine schöne, ideale Siedlungsstadt
und wir haben in der Mitte den Grüngürtel und von da aus sieht man den rauchenden Schlot überhaupt nicht. Ja, also, das ist sozusagen ausdrücklich antimodern, Anti-Industrialismus. Das ist auch sozusagen, wir haben unser Dorf, das ist auch wieder Großstadtkritik. Also wir haben moderne Bewegungen, wir haben aber auch Heimatschutz. Also dieses Konfliktfeld löst sich nicht auf. Und also Sie haben völlig recht, die beiden Begriffe stehen gegeneinander und sind am Ende wertbeladen. Und ja. Ich meine nicht, dass sie gegeneinander stehen, sondern die Antimoderne ist Teil der Moderne. Also das heißt, die Befragung nach dem, was, welche Zeit zeitgemäß gehalten hat, ist eine offene Frage, nicht eine wertende Frage. Also sind Sie mir eine Nummer zu kulturell oder kulturalistisch? das schließt nicht aus, dass wir, dass wir mit der unterschiedlichen Perspektive ein Stück weit drangehen können. Aber die Antimodernen sind am Ende auch die Unmenschlichen. Ja, das, da wäre ich vorsichtig. Ja, also die Großstadtkritik ist am Ende auch eine Kritik an Lebensverhältnissen, die am Ende dann doch die demokratischeren sind und die toleranteren vielleicht. Ja, und also insofern, ich würde ungern darauf verzichten, auch als Wissenschaftler sozusagen Kriterien anzulegen. Und insofern wäre, also tun Sie auch, moderner ist sozusagen für mich ein positiver Begriff. Und sich dagegen zu stellen, verkennt Realität. Ich glaube, das ist etwas, was uns die ganzen Tage über interessieren müsste. Sie haben ja eher einen strukturgeschichtlichen Ansatz gewählt und das wäre eben ein kulturwissenschaftlicher. Und in dieser Spannungsfeld müssen wir uns, glaube ich, bewegen. Jetzt müssen wir hoffen, dass vielleicht die letzte Frage auch noch in diese Richtung geht, aber sie kann auch eine ganz andere Frage. Ich wollte nochmal, also Krajewski, ich war in Leverkusen eine gewisse Zeit Baudezernent, aber es ist schon länger her. Ich wollte ganz kurz zwei Bemerkungen zum Nationalsozialismus machen. Und er zeigt, also die Beiträge waren beide richtig, auch wenn sie aus unterschiedlicher Sicht waren. Denn der Nationalsozialismus hat die Städte selektiert. Er hat einige extrem gefördert oder entwickeln wollen. Sie haben Köln genannt, Berlin und so weiter und so weiter. Während die Normalstädte, oder wir können auch sagen, diese Ruhrgebietsstädte, die sich aus mehreren Gemeinden zusammensetzen und die man auch vielleicht als belanglose Städte nennen könnten, eigentlich gar nicht bedacht worden. Und das sind nach meinem Dafürhalten, so wie ich Leverkusen sehe, keine großartigen Bauten entstanden, mit einer Ausnahme, das sind die Bunker. Ja, es hat mich immer gewundert, dass man das nicht thematisiert hat. Und die Wohngebiete, die Wohnprojekte, aber das da mäßig lang, das auszuführen, sind ja auch so entwickelt worden, dass man auf den Ecken Flakgeschütze hätte stellen können, um sich zu verteidigen, also um was abzuwehren und dergleichen. Darauf wollte ich nur hinweisen. Eigentlich fand ich Ihre Bemerkung vorsichtig, aber Sie könnten noch prägnanter sein, denn es war kein richtiger Beitrag zur Wohlfahrt einer Stadt. Ja, vielen Dank. Ich wollte mich um den Nationalsozialismus nicht rumdrücken, nur also für mich passte er sozusagen in die Urbanisierung nicht rein. Genau. Und hätte die Zeitrahmen auch vollkommen gesprengt. Jetzt sind wir noch fast in der Zeit. Also vielen Dank nochmal, Herr Koch, und Ihnen für Ihre Diskussion.